Okay, wollen wir gleich die nächste Runde mit dem Waffenhändler? Also, der ist bei mir einfach jetzt gerade auf der Liste und er ist ja auch irgendwie cool. Vielleicht kann ich bei ihm auch noch mehr auf Ernte gehen. Vielleicht anfangs noch mal einen Ticken mehr auf Ernte. Weiß nicht. Also, Waffenkosten 5% ist cool. Hoher Glückswert wäre ja auch gut. Aber ich muss irgendwie, ich glaube, ich muss bei ihm wirklich erstmal Ernte, Glück und Prozent Schaden in den Fokus rücken, dass die anderen Werte gar nicht so wichtig wären. Ich kriege nichts davon in der ersten Welle, in der zweiten Welle zumindest die Ernte nehme ich mit und hier 5% Schaden. Okay, mehr Blitzklinge, Schraubenzieher, mehr Bäume, Taschen, alles gute Dinge. Eine weitere Pistole, damit wir gut durchkommen, und das Geschütz nehme ich mit. Dann der nächste Reroll. Ja, was können wir hier gut mitnehmen? Nichts mehr, oder? Nee, das spare ich mir. Hier, Geschütz. Ein extra Geschütz am Anfang natürlich richtig gut. Extra Bäume. Also während das Geschütz hier irgendwo arbeitet, kann ich nach Bäumen auch gucken. Hallo, da unten. Ja, wusste ich doch. Wir würden ja schon extra Material aus Bäumen, also beziehungsweise aus Crates bekommen. Joa. Nein! Ging nicht mehr. Ging nicht mehr. Angriffstempo, Fernkampf? Nee. Auch hier suche ich lieber nochmal nach Glück. Wackelturnierland. Seltsamen Geist mag ich. Hier, die Mutation gibt uns hier 2 Schaden. Da gibt es wieder 7% Schaden obendrauf. Nimm mal noch eine Fackel und einen Geisterflint. Aber ich hätte nochmal rerollen können, gratis. Ah. Na, okay. Schade. Schade, schade, schade. Nicht schlimm. Ich glaube, ich habe gerade keinerlei Lebensregeneration, also sollte ich mir mal kurz hier die Pflanze holen, damit ich zumindest ein bisschen Leben habe. Da ist der nächste Baum. Da ist eine Kiste sogar dabei. Cool. Yo. Okay. Hier Tempo finde ich gut, Glück finde ich gut und hier finde ich gar nichts gut. Also kurz nochmal suchen. Glück. Dankeschön. Liebes Alien gibt uns 5% Schaden. Nehmen wir auch mit. Der Rest ist hier eher... Oh, reicht uns das vielleicht sogar schon? Nee, komm. Nehmen wir den Helm noch mit. Dann kann ich nochmal gratis rein. Eine MP. Eine Panikwurst fühle ich. Und den Kaffee... Den Kaffee fühle ich nicht. Da gebe ich Prozent Schaden ab. Das möchte ich nicht. Aber unser Waffenset ist gerade mega gut. Also das ist ja eines Waffenhändlers gebürtig. Ein paar MPs, eine Schrotflinte, ein Lasergewehr. Oh ja, das ist okay. Damit kann ich arbeiten. Wo sind die Bäume? Mein Geschütz ist einfach AFK. Das stellt sich in die Ecke und macht gar nichts. Und dementsprechend ist die Frage, wo sind meine Bäume? Die machen halt auch nicht. Da ist einer. Ah, noch schnell? Jo, aber leider kein Item. 9% Ausweichen, das kann ich halt auch nicht liegen lassen. 10% Angriffstempo kann ich nicht liegen lassen. Hier das Geschütz. Da noch einmal schauen. 6% Schaden nehme ich mit. Rüstung nehme ich auch mit. Gut. Wie viel Ernte habe ich? 40. Hm. 40 Ernte klingt ja eigentlich schon gut. Klingt eigentlich schon gar nicht mehr so schlecht. Boah. Ist okay, damit können wir umgehen. Ja, ein bisschen Shop-Manipulation ist natürlich bei dem Waffenhändler absolut notwendig. Wenn du weißt, dass du eher auf Fernkampf deine Punkte genommen hast, ja, dann versuch halt keine Nahkampfwaffen mitzunehmen. Dann gibt dir der Shop während des Rerolls innerhalb eines Durchgangs auch wieder mehr. In der Richtung... 10% mehr Gegner. Okay. Und ich habe jetzt nur 4 Waffen. Okay. Wir haben aber auch noch Geschütztürme. Dann müssen die halt auch mal was arbeiten. Das geht, das geht. Da unten ein Baum.
Immer werden wir natürlich trotzdem heroisch töten. Wie alte Wikinger. Ah, und drauf, aber wir haben keine Axt dabei. Ja gut. Dann halt nur so gut es geht. Oh, Geschütze war eine gute Investition. Wirkt schon einigermaßen solide für so einen schlechten Shop wie gerade eben. Beziehungsweise ja 10% mehr Gegner. War auch ein klein bisschen kalkuliert ja von mir. Kriege ich den noch weg? Ja, den kriege ich noch weg. Und ein Item. Nice. Weiße Fahne. Das wäre jetzt genau der umgedrehte. Dann würde... nein, mache ich nicht. Hier ist alles... Hacke, ausweichen ist aber gut. 10% Schaden, kommen meine Arme. Dann die MP. Projektile können durchdringen. Okay, aber ich brauche Waffen. Ich brauche jetzt weitere Waffen, sonst... Können wir uns ja darauf einigen? Jo. Mein Welle 7 ist ja nicht ganz so schlimm, aber... Bisschen braucht man halt schon. Oh Gott, das reicht halt hinten und vorne nicht, was wir haben. Gerade mit den Dicken noch dazu. Gott sei Dank bin ich so schnell. Ja, die Hand, die immer noch wegschubst, ist auch ein guter, ist eine gute Hilfe, aber ansonsten sind wir gerade nur noch auf dem Run-Mode. Versuch mal an Kisten mitzunehmen, was geht. Ah, war ein richtig schlechter Shop. Hätte ich mehr auf Waffen gehen müssen. Oh, Erfahrungspunkte, ja. Bitte, gerne. So, bitte, bitte auf der Suche nach Schaden. Nee. Ja, 7% Crit müssen es jetzt auch tun. Glück, ich brauche Damage halt einfach. Das ist ein guter Shop gewesen. Ah, ein Fernkampfschaden, ja. Schneeball auch ein gutes Ding für uns, obwohl man es gar nicht glauben möchte. Aber immer wieder mal hier und da und dort dann auf weitere Elementarschadenspunkte gehen zu können, ist gut. Wir haben jetzt eigentlich nur Kacke dabei. Ich habe zwei Gärten jetzt. Was will ich denn mit Gärten, ne? Naja. Wir machen das Beste draus. Wir machen das Beste draus. Bäume mitnehmen, wo es geht. Versuchen unterwegs nicht zu sterben. Aber wir haben ja relativ viele Punkte in Ernte. Also irgendwo werde ich wahrscheinlich, wenn ich es überlebe, ja schon ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Ansonsten kann ja unser extra Glück regeln und den Baum weg. Wir müssen weiter. Einmal mitten durch. Ahaha. Okay, okay. Ja, ja, das klappt. Wir werden es überleben. Es ist nicht so, dass wir hier wegknicken, aber wir kriegen halt auch kaum was raus, ne? Liebes Alien, klar, die Schlange. Jetzt lass kurz gucken. Ich habe die Panikwurst. Das ist okay, nehme ich mit. Ich würde gerne... Ja, komm. Das auf den Flammenregen. Hase! Traurige Tomate. Ich beginne jede Welle mit halbem Leben, aber die heilt mich halt gut hoch. Aber die wäre jetzt auch zu teuer im Moment. Nee, komm, weg mit dir. Die Schleuder noch. Die Holzkohle, ja. Das heißt, hier, Damage ist akzeptabel im Haus. Das Klee werde ich auf jeden Fall safen. Klee ist halt ein gutes Ding. Ist viel Glück. Und wir können viel Glück brauchen. Jo, Damage passt. Wir brauchen halt immer noch mehr prozentualen Schaden. Immer noch. Wir haben jetzt gerade mal 50%. Das ist auch echt nicht ausreichend. Heilung stimmt durch die Pflanzen. Die Snacks sind da. Und dadurch, dass ich Nahkampfschaden habe oder Nahkampfwaffen besser gesagt, klappt es auch hier einigermaßen mit diesen großen Wellen.
Durch Glück sieht man halt auch, wie viele Pflanzen zum Essen da sind. 30 Glück ist das nicht viel, aber es ist zumindest schon mal gut, um bei Items mitzunehmen. Krass. Nee, eigentlich gute Welle. Gute Welle. Ernte nehme ich mit. Prozent Schaden nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ich muss extra Leben langsam mal mitnehmen. Angriffstempo ist okay. Ernte, ja. Glück, Angriffstempo. Nee, Schaden erstmal. Lagerfeuer ist gut. Die Limo nehme ich jetzt auch mal mit. Armbrust, Heilgeschütz, ja. Elementarschaden. Die Schere als Ausweichding. Stock können wir eigentlich nicht brauchen. Die beiden muss ich mitnehmen. Warte mal, Stock, okay. Die sperren wir schon mal auf die Seite. Die Blitzklinge sperre ich schon mal auf die Seite. Genauso wie die Alien-Augen. Ja, ich nehme lieber ein zweites Heilgeschütz mit. Wenn ich genug Leben habe, dann sollte das doch auch eigentlich ein gutes Ding sein. Jetzt nicht so, wie die positioniert sind und nicht mit diesen Waffen, weil die sind alle ein bisschen kacke. Aber es reicht. Es reicht aus. Ich würde ja immer noch eine Taschenfabrik bevorzugen. Sag ich, wie es ist. Ein bisschen eine Taschenfabrik wäre vollkommen in Ordnung. Eine Kiste, geil. Noch eine Kiste vielleicht? Nein, leider nicht. Lasst mich zu meinen Medics durch. Eieieiei. Aber wir kriegen halt natürlich nicht alle Gegner tot. Oh Gott, ich hab Gott sei Dank die Limo mitgenommen, sonst wäre es gerade für mich geschehen gewesen. Ja gut, ja gut. Wir müssen ein paar Punkte noch arbeiten. Ein paar Punkte wie zum Beispiel Schaden. Danke. Bandana. Projektile können einmal mehr durchdringen. Minus 10% Schaden. Das ist natürlich schon geil. Die Fee ist auch gut. Ich glaube, ich nehme dann lieber die Fee für die Lebensregeneration. Das Bandana lassen wir mal noch liegen. Weil halt so eine enorme Menge an Life-Rack zu haben, ist sicherlich besser als... Also was heißt eine enorme Menge? Es sind jetzt 27. Aber das funktioniert, glaube ich, besser, als wenn ich jetzt auf Durchdringung gehe. Obwohl ich ja eigentlich... Ich habe ja schon eine scharfe Kugel. Also wir durchdringen ja mit unseren Geschossen schon einmal. Noch ein weiteres Mal durchdringen wäre jetzt ein bisschen over. Vor allem für 10% Schaden. Generell 10% Schaden, ne? Ja, hier, wir kriegen es gut hin. Oh, aber wenn sie mich dann treffen, ist halt... Das war gerade der Weckruf, ja? Der absolute Weckruf für Rüstung. Sonst wird das nicht mehr lange hier so gehen. Da oben war ein Baum. Nehme ich mit. Meine Heilgeschütze, auf die kann ich mich halt nicht immer verlassen. Zumindest nicht auf beide. Auf einen immer, klar. Und den kann ich mich hinstellen. Aber beide immer schwieriger. Dass man da beide nutzen kann. Oh, Dynamit. Klar, nehmen wir mal mit, wenn es zu gratis um die Ecke kommt. Nahkampfschaden in der Menge muss ich auch einfach mal mitnehmen. Und dann weg mit dem Bandana nehmen wir nicht. Verfetten kann gut sein. Kostet mich eine Menge Ernte, aber kann gut sein. Flammenwerfer, scharfer Zahn, die Maus. Ja, ich nehme sie mit. So, ein weiterer Reroll ist möglich. Die Flosse werde ich mitnehmen. Die Ente nehme ich auch mit für Glück. Also die Ente gleicht jetzt schon mal das Glück aus, dass uns die Flosse kosten wird. Und dann habe ich danach die Flosse. Wir haben jetzt eine Hordenwelle. Und mit dieser Hordenwelle aber auch echt gute Waffen in unserem Repertoire, die uns da schon ganz gut helfen sollten. Ja. Ja doch, das klappt. Wir bekommen natürlich trotzdem Schaden. Das heißt auch Dreieck der Macht, wenn es mal kommt, werde ich nicht mitnehmen. Das ist dann zu riskant. Aber unsere Überlebensfähigkeit ist ausreichend. Definitiv. Spätestens zusammen hier mit unseren Heiltürmen. Ich mag die auch einfach, ne? Die machen ihren Job. Stellen sich hin und fangen an zu heilen und
Ist perfekt. Nee, ist gut. Das ist ganz gut. Wir sind okay aufgestellt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns zu heilen. Und die Waffen waren jetzt gerade auch sehr gut gewählt. Ich muss mich aber halt auch darauf einstellen, dass ich echt viel Prozent an Gegner mitgenommen habe bis jetzt. Und... Ja, eigentlich schon. Wenn ich mal stehen bleiben kann, ja. Lass mich mal noch... Ja, Glück ist okay. Die Flosse, Schraubenzieher, jetzt auch den Damage hier mit. Den Damage muss ich auch mitnehmen. Und jetzt alles nach Waffen suchen, was es gibt. Schraubenzieher nämlich nicht. Ja, Raketenwerfer. Und den Kürbis nehme ich auch mit. Die Ernte kann ich mir jetzt auch noch gönnen. Zwei Raketenwerfer. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Dann kann ich mich sogar hinstellen und warten, weil wir haben jetzt durchs Chamäleon mehr Ausweichen. Mehr Ausweichen ist ja durchaus funktioniert. Die Fernkämpfer sterben auch, aber die Bäume sterben halt nicht. Das ist schade. Für die Bäume müssen wir uns natürlich trotzdem bewegen. Jetzt gerade merkt man auch, dass das Dynamit voran mitzunehmen eine gute Idee war. Gut, die Waffe war auch einfach jetzt lucky. Zweimal Raketenwerfer. Aber das ist halt das Ding. Deswegen Glück und deswegen auch beim Waffenhändler öfter mal nochmal den Shop rollen, damit man vielleicht hier genau das kriegt, was man braucht. Ich glaube, bei ihm ist es halt ein riesen Glücksding. Nahkampfschaden würde ich gerne mitnehmen, aber ich glaube, andere Sachen sind wichtiger. Level 20, gib mir mal Schaden. Na komm. Ah, nee. Das war echt nicht gut gerade. Gibt's auch bessere Waffen? Dankeschön. Drei Turnierlanzen. Hier kriegen wir nochmal 3% drauf. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig und wir müssen uns permanent bewegen, damit unsere... Ah, okay, ihr. Ja, gut. Die Fernkämpfer, ne? Die Fernkämpfer, die sind natürlich ekelhaft. Permanentes Bewegen ist halt nicht unbedingt eine geile Sache. Manchmal läuft man halt dann in dumm etwas rein, was man ja lieber nicht gemacht hätte. Mal gucken, ob der Heilturm mir hier ein bisschen aushilft. Schwierige Welle. Immer wieder die Dicken, ne? Eine Crate, cool. War knapp. Haben es trotzdem geschafft. Erfahrungspunkte. Yay. Elementarschaden 4. Okay. Kettenkanone ist ein legendäres Ding. Nehmen wir mit. Die werden wir halt danach gleich wieder ablegen müssen. Aber das ist cool, das Ding erstmal. Kann ich jetzt mich drauf ausruhen? Vielleicht. Ich reroll einmal. Ein Beil. Okay. Tür. Das ist gut. Geschütz nehme ich natürlich auch nochmal mit. Glück nehme ich mit. Und ich glaube, das lasse ich jetzt auch. Nee, ich kann ja noch einmal rerollen. Extra Magen. Oh ja. Oh ja. Zweites Beil für Primitiv? Nee. Wobei doch. Ja, aber das muss jetzt reichen. Das muss jetzt reichen. Wir haben ja eine richtig dicke Wumme hier. Ich habe übersehen, dass wir einen Boss haben. Eine Elite. Nicht Boss. Elite, aber. Das hätte ich vielleicht mit in meine Überlegung reinpacken sollen, dass wir einen Chef... Oh. Ach, du Kacke. Darf ich den überhaupt vom reinen Schaden her? Ich meine... Ja, wenn ich Schaden machen darf, wenn ich Schaden machen kann, dann schaffe ich den vielleicht noch. Sag doch mal, was geht denn hier ab? Wir bleiben dran. Ich glaube, das schaffe ich. Ja, nice.
Extra Item ist halt auch immer so gut, so wichtig. Hui! Die Couch! Estis Couch! Kacke! Weg damit! 12% Schaden, yo, Umhang, ausweichen, Lebensentzug. Kostet mich halt 2 Schaden auf allen Ebenen, aber dann ist es so. So, jetzt nach guten Waffen suchen. Oder überhaupt nach Waffen, ist mir gerade alles recht. Sniperpistole, ja, ja. Noch eine letzte Blitzklinge rein. Wir haben Werfer ohne Ende. Die Sniper dazu. Die ist interessant. Sniperpistole. Na, immer wieder diese Schüsse, die dann spreaden. Das ist die Sniperpistole. Wir versuchen mal, die Buffer wegzukriegen. Ansonsten ist es halt wirklich einfach nur langsamer Flächenschaden durch die ganzen Flammenwerfer. Kann ich gar nicht anders machen. Na, lass mich in Ruhe. Danke. Der Umhang war auch richtig gut. Der Umhang hat mir richtig gut an defensiven Sets geholfen. Wir haben 74% Ausweichen. Wenn ich stehen bleibe, wenn ich mich bewege, sind es nur 54. Also eigentlich kann ich mich hier hinstellen und sollte mich safe fühlen. Aber dann kriege ich keine Bäume. Naja, okay, cool. Coupon nehmen wir mit, Elefantenbaby nehme ich auch mit. Ah, Fernkampfschaden, ja okay. Recyclingmaschine finde ich cool. Medizinpistole. Fackelzyklop, ja, aber wir brauchen Waffen, wir brauchen Crit. Einen Viertelstab, einen Schredder. Die Maus nehme ich danach noch mit. Und eine Schere. Ach du Kacke. Sind das miese Waffen. Mit einem Elite auch noch. Ja, okay. Wir probieren es natürlich. Oh, das wird nicht gut enden. Warte mal. Ich muss mich... Ah, okay, okay. Wir müssen gucken, dass wir uns vital halten. Wir können es natürlich trotzdem schaffen. Wir relativ viel Nahkampfschaden haben. Dementsprechend relativ viel Fläche auf der Nähe. Bleib mal ein bisschen dran. Natürlich immer riskant. Aber die Schwerter, denen will ich halt trotzdem ausweichen. Kurz weg, ich habe Angst. We're close. Wir probieren es aber. Ja, ich habe ihn. Gut. Kurz mal noch ein paar Bäume entfernen. Ring der Selbstjustiz. Perfektes Ding, nehme ich mit. Regenerationstrank für die Panikwurst in der Hose, nehme ich mit. Lifestyle ist auch geil. Eilen im Auge. Alles gut. Alles sehr geile Sachen. Levelaufstieg auf 25. Hier muss jetzt Prozent Schaden rein. 16% sind halt bei mir einfach ein Ticken mehr. Gut. Messer mit, Geschützturm mit, Maus mit. Eiszapfen. Dann den Cyberball, glaube ich, kann ich noch mitnehmen. Beim Feuergeschütz bin ich mir nicht sicher, ob meine Waffenauswahl mir reicht. Ein Viertelstab auf der 4. Wie viel bringt denn der? 15% mehr Erfahrung. Nice. Medaille gibt uns auf jeden Fall gut Schaden, aber vielleicht noch mal ein bisschen mehr Crit mit rein wäre nicht schlecht. Naja, gut. Eine seltsame Auswahl an... An Schadenszahlen, ne? Die Weisheit zwischendrin war auch mega, mega strong. Der Ring der Selbstjustiz, der wird uns jetzt gut was geben. Ich darf halt diesen... Die Weisheit darf ich nicht vergessen, ne? Oh Gott, oh, warte mal, wo sind meine Heiltürme? Da. Oh Gott, ich spiele hier ein ganz gefährliches Spiel. Mit Ausweichen, Hoffen und... Und so, ne? Vielleicht lieber hier hin? Obwohl. Wir sind eigentlich strong. Wir haben so viele unterstützende Sachen hier drin. Wie gesagt, Alien-Auge auch ganz gut. Auch wenn wir jetzt nicht so mega viel Leben haben. Das richtet überall gut den Schaden an. Der Cyberball natürlich auch
Die ganzen kleinen Sachen. Habe ich ein Elefantenbaby? I don't know. Die ganzen kleinen Sachen machen hier halt super guten Schaden. Ja, ist doch kein Thema. Kein Problem. Hab ich gewusst. Perfekt. Habe ich. Lass mich mal suchen. Ein, zweimal. Einmal vielleicht. Angriffstempo. Yo. Klee, Schleuder, Tempo. Perfekt. Da Schaden, hier Schaden. Crit-Chance für 3% Schaden nehme ich jetzt mal mit bei unser. Hallo Hase. Nee, dich nehme ich nicht mit. Ich auch nicht. Du bist zu spät. Exoskelett lege ich auf die Seite. Das lege ich jetzt alles mal gerade auf die Seite. Es wird eine schwierige Wave. Ich habe zu wenig Waffen gekauft. Aber ich habe die Schleuder. Ich habe zu wenig Waffen, aber ich habe die Schleuder. Das heißt, Flächenschaden ist im Haus. Und wir haben gute Stäbe, die uns dann Nahkampf nochmal unterstützen. Ja, das klappt einigermaßen. Keine Sorge. Erstmal nicht paniken, dann klappt das. Wo kann ich mich denn gut hinstellen gerade? Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Türme sind so mies verstreut. Und, ach doch, hier sind meine beiden Heiltürme und hier ist mein anderer. Ey, bis du die mal findest, ne? Bis du die wirklich erstmal findest, ist halt schon wieder halbe Wave durch. Geld einsammeln. Wo sind die Bäume? Oh, Crate. Okay, cool. Also Taktik klappt das jetzt ganz gut. Klappt bis jetzt gut. So, das war jetzt Welle 19. Tentakel nehmen wir mit. Energieanband nehmen wir mit. Tempo für Glück nehme ich nicht mit. Rüstung nehme ich jetzt mit. Leute, Alien-Auge. Den Hasen. Auch das Exoskelett. Aber jetzt müssen halt Waffen rein. Jetzt müssen richtig viele Waffen rein. Richtig gute Waffen vor allem auch. Ich sperre mir die. Wir wissen ja durch unseren Waffenhändler, es kommt immer mindestens eine Waffe in den Eiszapfen. Und so kriegen wir nochmal ein paar Waffen rein. Dann kann ich mich hier für Schaden entscheiden. Crit ist auch guter Schaden. Und nochmal ein letzter Waffen-Reroll. Ich glaube, ich habe lieber... Obwohl, wir haben dadurch zweimal Präzision. Dann haben wir 3% Crit. Aber ihr habt Explosiv. Explosionsgröße. Also ich bin gerade am Fein überlegen. Ich gehe mal da raus und nehme den Schredder mit. Kann ich leider nicht nehmen. So, Grits magisches Blatt liegt dann für einen Endlos-Run auf der Tasche. Aber jetzt erstmal den Chef. Die Chefs. Sorry, stimmt ja. Wir sind auf 5 unterwegs. Die Chefs. Gucken, ob der Schaden hier ausreichend ist. Wir bleiben auch an den Türmen hier. Und ja, unser Schaden wird ausreichend sein, weil wir haben die Weisheit dabei. Das heißt, unser Schaden, der wird noch mehr. Wir müssen es halt nur überleben. Okay, okay. Bin gut dabei. Wir sind echt gut dabei für das, dass die eigentlich permanent durch mich durchlaufen. Der erste stirbt gleich. Na komm, fall um. Das ist der erste gewesen. Den zweiten verfolgen wir ein bisschen. Ja, da ist er auch tot. Und damit habe ich es tatsächlich geschafft. Erstmal. Mal gucken, wie weiter jetzt noch kommen. I love it. Das ist halt immer so dieses... Oh, die Last fällt ab, der Druck fällt erstmal ab. Ich habe es auf 20 und auf 5 geschafft. Was auch immer da für ein wilder Bild dabei war. Und dann so diese Freude. Yay! Jetzt mal gucken, wie weit es noch geht. Eigentlich haben wir ein ganz gutes Start-Setup. Wir haben einige gute Items. Den endlosen Magen habe ich ja auch, fällt mir ein. Also hey, mal ein bisschen mehr in den Magen reingehen. Aber ich glaube, der ist eh schon voll. Was kriegen wir? Schweres Geschoss. Joa, Prozent Schaden, Reichweite, Fernkampfschaden. Rein da. Den Umhang bräuchte ich nicht. Den brauche ich nicht. Und Sparschwein verwerten wollte es gerade fast mitnehmen. Puh. Prozent, ja, Leben. Grit, magisches Blatt. Nein! Ich habe das gerade aus Versehen gekauft.
Ah, okay, wir können kein Leben mehr kaufen. Das nehmen wir mit rein, das... Oh Gott, ja, gut, wir haben es auf 20 geschafft. Jetzt int ich nochmal komplett rein. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde hier. Wobei, hey, der Damage, der ist ausreichend. Der Damage ist ausreichend, aber mein Extra-Magen ist halt jetzt kompletter Waste. Auf Leben brauche ich nicht mehr gehen. Meine Alien-Augen werden nicht mehr Schaden machen als jetzt. Oh, das... Oh, nee! Wie kann man durch so einen billigen, dummen Fehler einfach seinen kompletten Endless-Run killen? Okay. Naja, was haben wir denn noch für Optionen? Wir können uns mit mehr Glück, können wir uns krasse Waffen kaufen. Immer, jede Runde andere krasse Waffen. Wir haben jetzt auch erstmal einen relativ soliden Damage-Boost, aber wir werden halt nicht mehr Leben als 100 haben. Das ist jetzt durch. Grit magisches Blatt gekauft und eigentlich direkt alle Vorteile weggeschmissen. Rüstung, Glück, yo. Extra Leben ist einfach gerade nur eine Verarsche für mich, aber 9% Tempo sind gut. Geborenes Herz nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit. Ausweichen Ernte, Kacke, das ist auch Kacke. Stab, Feuerball, Rüstung ist gut. Der Nagel ist auch sehr geil für uns. Und der Raketenwerfer noch. 4% Schaden nehmen wir gleich hier mit. Wir starten halt mit 186, aber am Ende einer Welle sind wir für gewöhnlich. Warte mal, jetzt das überlegen. Wir nehmen mal 10 Procs von dem Ding. Das heißt, da kommen 50%, da kommen 80% Schaden obendrauf. Durch die Weisheit. Ungefähr 80. Ich werde halt natürlich gucken müssen, dass ich diese ganzen Cross-Skalierungen hinkriege, ne? Wir brauchen dann noch dieses eine Teil, das uns, als dieses Buch, das uns Elementarschaden in Technik umwandelt, weil Technik entwandelt sich ja jetzt auch weiter in Waffenschaden um. Auch immer gut. Und ihr seht das ja, Damage ist ausreichend. Erstmal noch. Kommt ja wirklich darauf an, dass ich dann am Ende des Tages überlebe. Weiße Fahne weg. Affe. Nee, eigentlich nicht. Nee, kein Affe. Nagel, Medaille. So. Und Schere geschützt. Dann suchen wir in... Glücksbringer klingt gut. Auf die Seite legen. Adrenalin klingt sehr gut. Aber dann hätte ich halt nur 3 Waffen. Gerade gesagt, ich bin strong, oder? Gehe ich jetzt einfach mal. Ob ich wirklich so strong bin. Gehen wir mal hier runter, dann haben wir 2 Flammentürme. Und ein Heilgeschütz. Ich hatte halt, natürlich hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass ich jetzt über endloser Magen und Grits Blatt, das wären 11 Leben jede Welle gewesen, die ich also extra drauf bekommen hätte. For free, weil wir haben genug hier Heilteile. Und darüber wäre ich dann halt mit den Alien-Augen ganz gut weitergekommen noch. Brauche ich gerade überhaupt Waffen? Ich bin Waffenhändler, aber ich habe das Gefühl, ich brauche keine Waffen. Look at this. Also wir haben da schon ein gutes Setup gebaut. Ich flitze eigentlich nur die ganze Zeit durch und suche nach Bäumen für weitere Items. Leider nein. Ja, 5% Schaden. Ja, leider nein. Nee, du auch nicht. 20 Glück nehme ich mit. Glücksbringer 30 Glück nehme ich mit. 4% Schaden. Gut. Den Sellerie-Tee, den nehme ich auch mal mit. Denn ich glaube, da kann ich schon noch ein klein bisschen davon profitieren. Aber jetzt müssen noch ein paar Waffen rein. Schade, der Stock hätte mir gerade mehr gebracht. Durchschlagschaden minus 6. Nee, da brauche ich gerade nichts machen. Den kann ich so weglassen, den Kürbis. So, also Gegner haben 100% mehr Leben durch den Sellerie-Tee. Dafür bekommen wir gerade mehr Erfahrungspunkte.
Und wir werden auch weiterhin hier mehr Erfahrungspunkte pro Welle bekommen. Also Sellerie-Tee ist halt auch so ein weirdes Item. Wenn du das mal richtig oft bekommst in einem Run und hast den Schaden, dann levelst du dich halt wirklich ins nächste Universum. Oh, okay. Ich laufe mal einmal durch, sammle Items, guck nach Bäumen. Was wollen sie mir denn schon? Ich weiche halt eh gefühlt allem aus. Die letzten 40%, die müssen halt wirklich echt oft triggern. Und wenn ich aber dann wieder ausweiche, heile ich mich durchs Adrenalin. Wir heilen uns sowieso so krass. Klappt alles fein. Ein bisschen mittig hinstellen fürs Alien-Auge. Oh, geschützt nehmen wir auf jeden Fall mit. Lifesteal nehmen wir auch mit. Das ist gut. 8% Schaden. Nee, 12% Ausweichen. Nein, 16% Schaden. Yo. Hier, Giftbonikum ist nice. Da sind 12%. Da sind halt auch zwei Rüstungen drauf, ne? Ich guck nur noch nach Waffen, ne? Feuerball fürs nächste Mal. Ist halt jetzt eine Elite? Es sind zwei Elite natürlich. Sorry, mein Fehler. Ich wollte euch nicht irgendwie zu nahe treten. Ja, Fokus erstmal auf den einen. Danach auf den anderen. Ein bisschen in der Nähe unserer Heilgeschütztürme. Die natürlich ihren Job hier mal machen müssen. Richtig schlimm. Der Reno, der ist ein bisschen unangenehm hier. Jetzt ist er auch noch unangenehm und bleibt auch noch bei mir. Ich muss nur ein bisschen Distanz wahren. Nur ein bisschen Distanz wahren. In all den Effekten, die hier gerade über den Bildschirm flattern. Apropos Effekte, die über den Bildschirm flattern. Ich sehe gefühlt gar nichts mehr. Können wir den einen hier wenigstens noch mitnehmen? Ist das okay? Ist das möglich? Ja, der andere wird tatsächlich überleben. Heilige. Also einer hat überlebt. Querschläger. Minus 25% Schaden. Brauchen Schaden. ich verzichte dann mal großzügig auf mein kochendes Wasser. Ich brauche Waffen. 25% Schaden. Einfach mal so wusch. Wusch und weg. Dich finde ich eigentlich ganz gut, aber eigentlich auch nicht, weil 15 Glück kriegen wir auch anders. Dein Tempo wird begrenzt. Nee, das machen wir nicht mehr. Hier die Waffe noch mit rein. Passt. Also im Endeffekt war es gerade auch wieder mal ein bisschen meiner Gier geschuldet, weil ich nicht so viel Waffen mitgenommen habe. Sonst hätten wir den anderen auch noch gekillt. Aber man muss ja auch sagen, die Elite-Gegner geben uns ja eigentlich nur ein extra Item. Also, so schlimm ist es nicht, ne? Mach das nicht schlimmer, als es ist. Die Querschläger funktionieren auf meine Geschütztürme, ne? Okay, ja, das dachte ich mir. Das habe ich mir gehofft. Das habe ich erhofft. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das heißt wirklich, wir haben noch sehr viel soliden Schaden, sehr viel Querschlägerschaden. Bin ich happy damit? Ja, das meine ich halt. Wir haben jetzt vier Items. Also das eine Item da hin oder her ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Oh, Lasergeschütz. Dankeschön. Nehme ich mit. Alien-Magie, du bist leider zu spät. Ich habe da bereits einen Fehler begangen. 12% Schaden. Nice. Großer Arm. Ja? Ja, die Medaille auch, aber oder hier das Leben? Aha, das Leben. Ich hasse mich. Komm, ein neuer Reroll. Die Spinne werden wir mit reinnehmen, aber ich brauche erstmal Waffen. Die Spinne nehmen wir auf jeden Fall rein. Nee, die nehme ich auf jeden Fall rein. Und ich suche jetzt lieber mal einfach noch nach ein paar billigen Waffen. Die Spinne gibt mir jedes Mal Attack Speed, wenn ich unterschiedliche Waffen benutze. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. 24%, ne? Ein Reroll noch, die Blitzklinge und den Rest kann ich liegen lassen. Moin, Captain. Warum? Was ist da los?
Warum bist du nicht happy? Und muss man immer happy sein? Ist das Bedingung? Yeah, klappt der gut? Klappt der gut? Das ist halt eher so eine tankige Wave. Die 27er ist so eine tankige Wave. Die Krallenköpfe haben viel Leben. Dann werden die auch noch gebufft. Ist das gut? Aber Items bleiben hier gerade aus. Die Taschenfabrik wäre auch mal ganz cool. Ich habe nie geplant, dass ich wirklich hier auf so krass auf Technik setze, aber wenn ich mir das da unten anschaue, wie viele Geschütztürme ich inzwischen habe, dann kann man mir durchaus unterstellen. Kritische Treffer verursachen 10% des aktuellen Gegnerlebens als Bonusschaden. Der Riesengürtel, der kommt mir einfach so jetzt mal in die Tasche. Willst du mich? Also was für ein Glücksfall eigentlich. Drei Rüstung ist gut. Laserwaffe. Da. Verbandskasten, Jetpack. Jetpack, warte mal. Das Jetpack klingt doch nochmal nicht schlecht, weil... Oh Gott. Ich kann mir aber doch nicht... Ja, ich kann mir beide Sachen auf die Seite legen. Mach mein Inventar voller Waffen und schau, was ich mir dann noch leisten kann. Der Verbandskasten wäre auf jeden Fall ein Lifesaver. Das Chatpack aktuell nicht, weil das Chatpack gibt mir nur... Das Chatpack, jetzt mal ganz, ganz klar, gibt mir das Tempo. Ausweichen bin ich schon am Limit. Es macht minus Rüstung. Das ist gar nicht mehr so gut für mich. Wir haben eine Elite-Wave vor uns. Sollten wir schaffen. Wir haben ja volles Waffenset. Das ist leider halt tatsächlich hier immer wieder entscheidend. So, da lassen wir den Spawn arbeiten. Ich spekuliere gerade wirklich darauf, dass ich mehr als genug Schaden habe, um mich hier ein bisschen hochzuhalten. Ein bisschen zu farmen. Ja, vielleicht sollte ich dann doch langsam anfangen, sie zu töten. Wurde zu brutaler Arbeit versklavt. Wenn du das so siehst, dann solltest du die Arbeit niederlegen, wenn das so brutal ist, was du da machen musst. Und dich nach einer Alternative umschauen. So, Elite 1, weg. Elite 2, auch knapp weg und die Welle beendet. Buchen brauchen wir nicht, das nehmen wir mit. Hey, Chatpack, ja, hi, ich habe dich bereits schon abgelehnt, aber wenn du gratis mitkommen willst, dann nehme ich das. 9% Crit sind cool. Die Holzkohle ist auch cool. Baby mit Bart ist auch ein geiles Ding eigentlich für uns. Aber jetzt müssen wir uns wieder nach Waffen umschauen. Sonnenbrille ist auch wieder ganz geil. Wir müssen halt gerade gucken, dass wir auf Crit kommen, ne? Ein Reroll. Hier nochmal zwei unterschiedliche Waffen rein. Passt. 10% Crit. Oh ja. Das Baby mit Bart, ne? Auch wenn das jetzt erstmal nicht so die krasseste Skalierung hat, weil ich nicht so unfassbar viel Fernkampfschaden drin habe. Ihr seht das hier. Baby mit Bart macht so viel Impact. Also hat wirklich so viel Damage an allen Richtungen. Meine Geschütztürme können noch nicht kritisch treffen. Leider. Aber wenn ich das noch reinkriege, dann sind wir eigentlich bestens gerüstet. Jetzt kommt aber erstmal die 30er Wave. Drei Bosse. Also muss ich gleich mal gucken, dass wirklich mein Waffenset diesmal gut ist. Soweit kommen wir gut durch. Eine Item nur. Wirklich ein Item nur? Echt jetzt? Naja, gut. Ja. 5% Crit, das ist super. 16% Schaden, auch wieder ganz geil. Hier den Crit. Die Keule nehme ich mal mit rein. Gartenschere, weiß ich nicht. Ich nehme mal lieber nochmal eine Keule. Geisterzepter, ja.
Der Diebesdolche kommen keine guten Sachen rum. Revolver ist nice. Den Köder können wir auch mit. Nee, aber ich brauche nochmal ein Item, ne? Na komm. Die Schleuder! Jo, und dann nehme ich den Köder mit. Dann bleibt die Rakete erstmal liegen. Den Dolch könnte ich mitnehmen. Das wäre dann nochmal ein stärkeres Ding, aber hey. Okay, fein. Wir sind, ich glaube, wir sind gut ausgerüstet. Für die Bosse. Und ich würde auch erstmal gerade ein bisschen versuchen, auf Abstand zu setzen, damit meine Weisheit arbeitet. Dass ich anfangs jetzt nicht so viel Schaden bekomme. Wir haben ja genug Zeit eigentlich. Weil die tun halt dann schon weh. Ich habe nicht den krassesten Schaden am Anfang eines Kampfes. Da merkt man auch, dass die, wenn sie mir dann mal gefährlich werden, durchaus... Okay, Nummer 1 ist weg. Nummer 2. Auch weg. Und dann noch die 3. Okay, wunderbar. Wir haben alle Elite down. Nein, alle Bosse. Nicht Elite, Bosse. Wir sind ja eigentlich in eine ganz andere Richtung gerade. Hier Technik, aber minus 4% Schaden ist nicht gut. Kugel und Ketten, nein, auch nicht geil für uns. Linse ist nett, ja. Rakete ist nett. Plastiksprengstoff ist super. Leider beginnt damit dann direkt die Suche nach nur noch Waffen. Aber passt, haben wir. Mal eine Suche. Hallo, hallo, hallo. Hallo, guten Tag, ihr beiden. Baby mit Bart, nämlich. Okay. Guckt mal, wie viel Schaden Baby mit Bart bis jetzt gemacht hat. Einfach eine Drittelmillion. Einfach eine Drittelmillion und ich hole noch ein weiteres Ding mit rein. Holla. Aber es wäre halt nicht schlecht, wenn ich langsam mal noch so die bisschen extra Items mit reinbekomme, dass meine Geschosse kritten können, also meine Geschütztürme. Es sind viele geworden. Ich habe da ein paar mitgenommen. Ich habe da definitiv ein paar mitgenommen. Kann man nicht anders sagen. Ah, ja, 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 cool. Ihr hier auch ganz cool. Ich wurde angefasst. Kurz stehen bleiben und Panik heilen. Im Geschützturm. Könnte ich auch nochmal einen vertragen, ne? Einfach für ein bisschen mehr Sicherheit. Ja, wenn sie mich treffen, dann... Ich glaube, ich sollte mal wieder mehr in Rüstung investieren. Weil ansonsten werden die nächsten Elite oder spätestens die nächsten... Die nächsten... Oh, Glück, natürlich. Wait mal. Also Kettenkanone, ja. Köder auch, ja. Dann nehme ich hier jetzt noch... Oh Mann, ey. Das alles? Das wird alles mit einer Elite. Okay, der Damage reicht leicht, aber die Items sind alle cool. Cool. Die sind richtig gut eigentlich. Nur brauche ich da... Ja, der Riesengürtel halt, ne? Der Riesengürtel, schaut euch den Riesengürtel an, wie er arbeitet. Der kennt keinen Sonntag, der Riesengürtel. Der Riesengürtel sagt, Sonntag ist einfach mein Arbeitstag. Oh. Ja klar, mit der Waffe. Mit der Waffe, die einfach auch ein Output hat. Eieieiei, was für eine gute Kombo. Jetzt muss ich schauen, dass ich genug Geld zusammenkriege. Sift-Relikt wäre halt einfach auch mal ein nettes Ding, wenn man mir das gönnen würde. Dann müsste ich nicht ständig mein Geld hinterher rennen. Aber ich glaube, dies ist mir nicht vergönnt. Und wäre auch nicht so schlimm. Noch ein Träger. Ich glaube, da war noch ein Träger, aber der hatte kein Item dabei. Das finde ich frech. Schaden, ja. Ja. Limo auch immer noch ganz cool, das Ding. So. Lasst mich erstmal 3, 4 Waffen mitnehmen. Und dann kann ich mir das Baby mit Bart schon wieder nicht mehr mitnehmen. Aber der Reis. Ich glaube, der Reis. Gegner brennen ja relativ häufig bei mir. Nehme ich mal. Waffen werden ausreichen. Die Waffen sind nicht das Problem.
Baby mit Bart möchte ich halt unbedingt noch haben und wahrscheinlich verrenne ich mich da gerade in eine Idee, die so gar nicht notwendig ist. Ich bereue es jetzt, ich hatte irgendwann im früheren, also so Level Welle 10 bis 15, hatte ich irgendwann mal eine Blockade dabei. Die hätte ich mitnehmen sollen, weil ich bleibe doch relativ oft stehen jetzt inzwischen. Und das wären halt 8 Rüstungen gewesen. Oh Gott. So viel zum Thema Stehenbleiben. Stehenbleiben kann töten. Die Wellen nach 30, die sind es immer. Die machen mir fast am meisten Probleme. Was aber auch alles... Ja, okay. Da war es der Händler. Er hat den Amboss. Okay. Wenn man den Amboss hat, Betreten eines Ladens wird eine zufällige Waffe, die man trägt, verbessert. Wenn man keine Waffe zum Aufwerten hat, bekommt man stattdessen Rüstung. Richtig gutes Item, aber man muss halt auch sagen, den Run, den habe ich mir selbst unnötig schwer gemacht mit den Handschellen. Also du kaufst den Endlos, also den Extramagen. Du kaufst Grits magisches Blatt und danach beschränkst du dein Leben. Wie beschränkt kann man eigentlich im Leben selbst sein? Ah, dadurch haben die ganzen Alien-Augen, die ich hatte, halt auch nicht mehr so gut ihre Wirkung entfalten können. 3 Stück. Es wären 570 Schaden gewesen. Nee, mehr wahrscheinlich noch, aber... Ah, das Leben hätte ich auch gut brauchen können. Man sieht es ja hier links, 240 Leben hätte ich gehabt. Ich habe einige Items ja gar nicht mehr mitgenommen. Na gut, das war dann der Waffenhändler.